Sie haben einen neuen Kühlschrank gebraucht und dann hat irgendwie das Martyrium begonnen. Ja, leider Gottes ist mir mein Kühlschrank im Alter von 30 Jahren kaputt gegangen. Und ich habe dann um Unterstützung angesucht bei der Behörde. Und die haben dann am Anfang gesagt, ja, wir helfen gerne und wir schauen uns das an. Und wie soll ich sagen? Die sind dann vorbeigekommen auf einen Hausbesuch, haben sie meine Wohnung angeschaut, haben sie meine Wohnsituation angeschaut, haben dann gefragt, ob ich die Rechnung auf zwei teilen kann, weil sie nicht so eine große Summe übernehmen können für den Kühlschrank, wie der quasi gekostet hat. Dann bin ich zum Rezack gerannt, habe die Rechnung auf zwei Teile teilen lassen und dann haben sie gesagt, ja, schaut gut aus, nehmen wir mit, haben die Rechnung mitgenommen und dann haben sie ein paar Tage später angerufen und gesagt, nein, können wir jetzt doch nicht zahlen, das geht nicht. Tut uns leid, können wir nichts machen. Dann bin ich mit welcher Begründung? Zu teuer. Okay, man muss nur sagen, wo Sie gerade erwähnt haben, Sie sind schnell zu Rezack gelaufen, um die Rechnung teilen zu lassen. Das mit dem Laufen geht bei Ihnen eigentlich nicht so gut, weil Sie sind gehbehindert. Ja, aber für meine Verhältnisse gelaufen halt. Ja, aber es wird erwartet, dass dann der mit der Gehbehinderung die Rechnung ändern lässt und das macht dann nicht die Behörde für einen. Genau. Nein, die machen das nicht. Nein, das da kann ich lang warten, bis es die... Aber das war noch nicht das Schlimmste, Sie sind weitergegangen. Ja, ich bin dann zur Frau Bürgermeisterin gegangen bei uns im Ort und habe dort um Hilfe gebeten. Die hat mir natürlich auch nicht geholfen. Dann haben wir bei diverse Parteien um Hilfe angesucht. Die haben mir auch nicht geholfen, die haben auch alle abgelehnt. Und dann ist, wie gesagt, eine Freundin von mir gekommen, die hat dann gesagt, sie kennt die Partei ja zu Ö. Und die hat eine Spendenaktion und die möchte mir vielleicht helfen, ob ich da vielleicht hingehen könnte und einmal um Hilfe ansuchen könnte. Und ja... Und das hat dann funktioniert. Aber gehen wir noch mal kurz auf den Fall davor, denn ich habe auch gelesen, es war auch total überteuert. Die Lieferung war praktisch über zwei Hausecken, aber da ist extrem viel dafür verrechnet worden. Der Kühlschrank war acht teuer. Also was waren dann noch für Probleme dabei? Das Problem war halt das ursprünglich. Ich bin umgegangen zum Rezack, weil der ja von mir nicht weit weg ist. Da haben wir gedacht, geh um, frag dort, ob sie mir helfen können. Und dann sind sie hergekommen, haben sie meinen Kühlschrank einmal angeschaut und haben gesagt, ah, der ist schon 30 Jahre, können wir nicht mehr reparieren. Der rennt sogar mit einem Gas, das was schon lange nicht mehr gibt, das was schon verboten ist. FCKW bei 30 Jahren. Das weiß ich nicht. Ja, und es gibt zwei Optionen, haben sie gemeint. Entweder ich nehme den Kühlschrank, was er mir vorgeschlagen hat. Er hat gesagt, da gibt es zwei Modelle, die was ich mir aussuchen kann. Kosten beide preislich ziemlich das Gleiche. Oder ich lasse mir einen Tischler kommen, der was mir die Küche auseinanderreißt und mir das dann alles umbaut und dann stelle ich halt so einen Standkühlschrank hin. Beides kommt von den Kosten her ungefähr aufs selbe aus, haben sie dann gemacht. Also auf Niveau Kredit aufnehmen dafür? Wahrscheinlich, ja, sozusagen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich suche halt um Unterstützung, weil das kann ich mir momentan einfach nicht leisten. Weil ich war jetzt in Wiedereingliederungsteilzeit, habe zurzeit nicht so viel Geld, ich arbeite ja auch nur 22 Stunden, wo soll ich das herzaubern? Und einen Kühlschrank braucht man halt leider Gottes einfach zum Leben, es ist so. Allerdings. Und wie hat sich das dann gestaltet, nachdem Sie angefragt haben bei Ja zu Ö? Ja, wir haben dann den Spendenaufruf gestartet, meine Freundin und ich. Und ja, dann, wie hat sich das dann gestartet? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, wir haben den Spendenaufruf dann gestartet, wie gesagt. Und dann sind nacheinander immer die Spenden ein bisschen alleine gekommen, so zuzahlweise. Ich habe mich voll gefreut, dass ich da wenigstens endlich Hilfe kriege, weil mir wollte ja sonst keiner helfen. Und ja. Und heute ist der große Tag, heute soll die Spende übergeben werden. Ich freue mich so viel. Dann wünsche ich Ihnen mit dem hoffentlich dann gut funktionierenden, moderneren Kühlschrank ein gutes Auskommen. Dankeschön, Dankeschön. Herr Ebner, wie sind Sie denn an diese Geschichte gekommen? Ich habe gerade gehört, man hat sich an Sie gewendet. Ja, also nicht an mich persönlich, aber an Ja zu Österreich. Die Kollegen, zum Glück muss ich nicht alles alleine machen und ich habe tolle Kollegen, die sich um alle möglichen Dinge kümmern und auch um solche schwierigen Fälle. Grundsätzlich ist es so im Leben, wir haben es alle nicht leicht und es gibt Menschen, die haben es ein bisschen schwieriger als andere und wir alle sind im Leben gefordert, aus dem, was wir haben, aus dem, was wir von der Natur auf mitbekommen haben, das Beste zu machen. Und die Lisa ist jemand, die es von Anfang an nicht leicht gehabt hat und jemand, die sich wirklich bemüht, das Beste aus ihrem Leben zu machen, trotz ihrer Behinderung Teilzeit zu arbeiten, mehr schafft es einfach nicht gesundheitlich, aber sie macht, was sie kann, sie tut, was sie kann und das finden wir unterstützenswert und es ist
furchtbar, wenn gerade die Menschen, die in der Situation sind, dann noch ausgenutzt werden. Wie war das für Sie, als Sie erfahren haben, dass die Lisa eben trotz ihres körperlichen Gebrechens, trotz des Versuches, in einer finanziellen Schieflage Hilfe von den Behörden zu bekommen, eigentlich vollkommen gescheitert ist damit in Österreich? Das ist absolut schlimm und vor allem das zeigt auch, dass das Sozialsystem völlig falsch aufgebaut ist. Wir zahlen sehr, sehr hohe Steuern in Österreich, um ein sehr üppig ausgebautes Sozialsystem zu finanzieren. Was aber passiert ist, dass alle möglichen Geschenke an alle möglichen Menschen verteilt werden, was aber nicht der Sinn der Sache ist. Das Sozialsystem hat den Sinn, jenen zu helfen, die die Hilfe wirklich brauchen. Und das ist das, was mich aufregt, dass da Dinge falsch laufen. Lisa hat es schon erwähnt, das Ganze ist dann weitergegangen mit einem Spendenaufruf, den haben Sie auch von der Partei her unterstützt und nicht nur das, ich glaube, Sie werden auch die Endsumme etwas auffetten. Genau, richtig. Ja, also wir haben eben die Aktion Bürger für Bürger ins Leben gerufen, um genau für diese Fälle, die vom Sozialsystem nicht berücksichtigt werden, aber tatsächlich hilfsbedürftig sind, dass diesen Menschen tatsächlich geholfen wird. Es ist zum Glück einiges an Spenden zusammengekommen und der Betrag hat jetzt nicht ganz gereicht und deswegen haben wir uns entschlossen, in dieser schwierigen Zeit trotz Wahlkampf zu sagen, greifen wir in die Parteikasse und komplettieren wir den Vertrag, sodass sie am Ende, die Lisa, einen Kühlschrank hat. Sie haben das Stichwort schon gegeben, es ist Wahlkampf. Seit einigen Tagen geht es darum, Unterstützungserklärungen zu sammeln. 2500 brauchen Sie, wie sieht es denn aktuell aus? Es sind sogar 2600. Die Aufrufe haben in dieser Woche begonnen. Erst ab Dienstag kann man unterschreiben. Und jetzt geht es oben in die Post und schauen, die ersten werden schon eingelangt sein. Die meisten werden nächste und übernächste Woche kommen. Was erhoffen Sie sich denn für die Nationalratswahl? Es wird ziemlich viele Kleinparteien geben. Petro Jetsch wird antreten. So wie es aussieht, wird es die Bierpartei auf jeden Fall schaffen. Wahrscheinlich ist die KPÖ auch mit dabei. Ich glaube, es sind noch ein paar andere kleine Parteien auch am Weg, zumindest die Unterstützungserklärungen zu kriegen. Wird es nicht besonders schwer werden, diesmal mit so vielen Parteien? Das Leben ist grundsätzlich schwer. Aber man muss sagen, die erste Stufe ist das Schaffen der Unterstützungserklärungen, um überhaupt antreten zu können. Diese Stufe ist für alle neuen Parteien gleich hoch und nicht alle Parteien, die es jetzt probieren, werden diese große Stufe nehmen können. Wir hoffen, dass wir dabei sind. Wir setzen alles daran und wenn wir dann auf dem Wahlzettel stehen und dann in der Wahlauseinandersetzung die Möglichkeit bekommen, unsere Ideen zu präsentieren, bin ich guter Dinge, dass wir auch den Einzug in den Nationalrat schaffen. Die wirklich große Stufe ist allerdings für alle Parteien, das eigene Wahlprogramm an die Bürger bzw. an die, ich sag mal, mutmaßlichen Wähler zu leiten, denn bei der EU-Wahl waren wir wieder mal so bei um die 60%. Das bedeutet, eigentlich geht fast die Hälfte der Bevölkerung gar nicht mehr an die Urne. Genau richtig. Also man muss auch ganz klar sagen, wer nicht entscheidet, wer nicht wählt, überlässt die Entscheidung anderen. Deswegen der Aufruf, bitte zu wählen. Wir setzen uns ein. Unsere Priorität ist die Wohlstand und die Sicherheit der Österreicher. Dafür setzen wir uns ein und das werden wir in unserer ganzen politischen Arbeit vorantreiben. In diesem Sinne, Herr Ebner, viel Erfolg für den Wahlkampf. Danke vielmals.